Du kannst schon mal zeigen, was für ein... Also ich kann ja auch schon mal anfangen zu anzumoderieren, indem du mir diesen Klicker hier gibst. Ja, ja, klar. Dieser Klicker ist ja furchtbar langweilig. Ist der furchtbar langweilig? Ja. Schon ziemlich lang. Sorry, Thies. Er geht auch nicht besonders gut, aber vielleicht ist die Batterie leer. Ich habe gelernt, das ist ein ganz großartiger Klicker. Also erkläre ich dir danach, warum der toll ist. Aber natürlich nicht so toll wie das, was wir jetzt sehen. Denn die nächste Gruppe ist auch wieder ein Hardware-Projekt. Und die nächste Gruppe mag, wie wir alle, sehr gerne Alpakas. Und seid ihr happy, sorry? Ja, genau. Die haben nämlich das hier in ein wenig anders gemacht. Von daher, man kann auch Sachen selber machen. Ein großer Applaus für die letzte Gruppe. Alpaka-Klicker. 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 Ups. Wir sind Jona und Leonie. Leonie. Unser Projekt heißt Alpaka-Klicker. Es ist ein Klicker für Präsentationen. Wow, er funktioniert. Er lebt. Unsere Idee war erst mit einer Solarzelle, aber wenn man Hardware bastelt, ist es ein bisschen schwierig. Und Präsentationen zu laufen, anstrengend, mühselig. Und wir haben beim Nachbau verstanden, warum die so teuer sind. Die Probleme, Bluetooth und Python mit einem Mini-Controller und dass Platinen sehr groß werden. Also in der Zukunft wollten wir noch Solar integrieren und eine geätzte Platine einfügen. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Ja, und wir zeigen... Jetzt kommt noch eine Demonstration. Hier müssen das... Ja. So, viel Kabel. Also eigentlich war das Ziel ja, dass wir es so wenig wie möglich verkabeln. Aber ja, Hauptsache es ist nicht mehr mit dem Computer verkabelt. Also, wir haben jetzt erstmal die Powerbank für den Strom. Die ist dann mit einem Kabel zur Raspberry Pi 3 verbunden, damit die überhaupt Strom bekommt. Und im Ladekabel ist ein ganz einfaches Stromsystem, dass quasi alle miteinander verbunden sind und jeder hat noch eine eigene Verbindung. Deswegen sind hier auch so ein paar Kabel. Und das ist aus dem alten LAN-Kabel. Also haben wir unser Ziel Nachhaltigkeit so fast verfehlt, aber geht ja. Und dieses Riesending kann Linux, nur weil es so riesig ist. Den Kasten haben wir mit dem 3D-Drucker gemacht, also ich habe den designt und dann haben wir ihn drucken lassen. Die Knöpfe haben wir dann da drin zusammengelötet und dann funktioniert es auch, haben wir ja gerade gesehen.